Hello again von der Musikhausmesse in Frankfurt beim Session und bei mir steht ein alter Bekannter, der Max. Grüß dich. Hallo, schön hier zu sein. Du bist heute für Universal Audio hier und du hast das aufgebaut, was wir bald schon fest installiert hier haben werden, nämlich was für Gitarristen. Nämlich Aux the Amtar Box. Ist im Prinzip eine Loadbox, die man mit seinem eigenen Verstärker benutzen kann oder muss in dem Fall, also Röhrenamp geht da rein. Und man hat in Aux eben auf der Software-Ebene Speaker-Simulation, Mic-Simulation, Raum-Simulation. Und das geht dann über einen Line-Out, Kopfhörerausgang oder einen Digitalausgang in das Interface. Und man hat eben den Vorteil, dass man hier wirklich sein Amp in dem Sweet-Spot spielen kann, also wirklich aufreißen kann bis zum Umfallen, dass man hier schön die Saturation von dem Amp mitkriegt, aber halt sich die Ohren nicht wegbläst und halt zusätzlich auch noch ja, eine geile Box dazu hat, die man halt direkt in seine DAW kriegen kann. Super geil. Für alle, die es interessiert, es gibt bei uns auf dem YouTube-Kanal bereits ein sehr detailliertes Video mit deinem Kollegen, dem Benny. Da haben wir es nochmal ausführlich getestet. Genau, richtig, ja. Und ich muss sagen, wir hatten in der letzten Zeit also so viele Responses wie auf dieses Video, so sozialmedial, gab es selten. Also das Ding ist echt der Burner gerade. Was wir natürlich mega Spaß zu spielen. Also es ist wirklich das Ding. Es fühlt sich einfach richtig das, gut an. Das machen wir auch gleich nochmal. Was wir auch haben ist, ihr habt natürlich auch so eine Simulation bei euch in der Software drin, wenn man sich einen Twin kauft, gibt es ja auch ein Plexi drin. Aber für alle, die sagen, nee, ich will nicht den Plexi, ich will meinen Plexi, gibt's das. Einen anderen Amp auch natürlich. Genau. Also jeder Röhrenamp damit lässt sich natürlich verbinden. Okay. Jetzt jucken mir die Finger. Nimm das Mikrofon, ich will spielen. Also wir hören jetzt als erstes einmal den Plexi über Aux und wir haben hier eine 412er Box mit ja, klassischem Setup SM57 und 14er. Steffen, kannst du mal gerade gucken? Ein Plexi auf 10 würde normalerweise heißen Herzrhythmusstörung, vielleicht sogar sofortiger Tod durch Lautstärke. So, jetzt gehen wir noch mal rüber und gehen an die Simulation. Also die Simulation von der Simulation. Es ist ein Plexi. Es ist ein Plexi, egal was man sagt, es ist einfach so, es ist super geil. Also das hat mich schon total überzeugt, aber das ist hier ist der absolute Burner. Kommt rein, checkt es aus, habt Spaß damit und wir sollten nicht vergessen, ihr habt eine Aktion gerade für alle Sänger da draußen. Wenn ich mir... Genau, wenn man sich jetzt gerade in Q2 2018 eine neue Apello Twin kauft, dann gibt es je nach Version, was man kauft, 1 bis 3 Plugins dazu, ist für Sänger konzipiert, also Auto-Tune zum Beispiel gibt es dazu und noch 2 andere Plugins. Also jetzt zuschlagen, gerade wer echt Bock auf ein paar geile Vocal-Plugins hat. Wir hören, Sänger, Auto-Tune gehört zusammen mittlerweile. Hey, Max, vielen Dank, viel Spaß noch heute. Mach's gut, ciao.